Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Kossendey-Koch. In meinem letzten Video bin ich auf die mir oft gestellte Frage eingegangen. Sag mal, wie schaffst du das eigentlich? Wie machst du das? Dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden. Und ich habe sehr ehrlich und sehr persönlich erklärt, was mein Warum ist, was mich wirklich antreibt und bin auch darauf eingegangen, dass ich wirklich glaube, dass wenn du etwas von Herzen willst, dass du das schaffen kannst. Und ich habe darauf so viele Reaktionen bekommen und ja, dass ich da einfach heute noch mal etwas genauer drauf eingehen möchte. Wenn du etwas wirklich willst, wirklich von Herzen willst, dann wirst du das auch schaffen. Weil wenn du auf deinem persönlichen Herzensweg bist, dann werden Energien freigesetzt, die so unglaublich sind und es fügen sich die Dinge um dich herum auch, dass du mit sehr viel Leichtigkeit und sehr positiv deine Ziele wirklich erreichen kannst. Und ich möchte einfach heute noch mal so ein paar Impulse geben und so von mir noch mal sehr persönlich berichten, was mir einfach hilft, mich immer wieder zu orientieren, dass ich wirklich noch auf meinem Herzensweg bin und dass ich wirklich auch diese Energie für mich nutzen kann. Und da ist das Erste, dass ich schon mal sagen kann, ganz viele unterscheiden ja immer dazwischen, das ist Arbeitszeit, das ist Freizeit, das ist Familienzeit. Ich mache das nicht. Also für mich ist wirklich alles Lebenszeit. Natürlich habe ich Zeit, die ich in der Apotheke verbringe. Ich habe Zeit, die ich mit Kollegen verbringe, die ich mit dem Coaching verbringe und Zeitfenster, die ich mit meiner Familie verbringe. Aber ich unterteile das im Kopf nicht. Ich sage nicht, okay, erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Ich sage nicht, Mensch, ich muss erst das Unangenehme, die Arbeit hinter mich bringen und dann habe ich die schöne Zeit mit meiner Familie, sondern das ist mein Leben und zu meinem Leben gehört meine Arbeit definitiv dazu. Die Arbeit, die ich jetzt mache, die mir wirklich von Herzen Freude macht, für die ich einen harten Weg gegangen bin, um da wirklich hinzukommen und wo ich mich auch jeden Tag wieder aufs Neue ausrichte und auch immer wieder Dinge dazu lerne. Also das ist ein ganz großer Faktor. Für mich ist das mein Leben und das unterteile ich nicht. Und da kommt auch schon mal viel Energie, die ich zum Beispiel dann verwende, wenn ich dann abends noch, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal Dinge lese oder vielleicht ein Video aufnehme oder mich um Projekte kümmere. Ich mache es einfach gerne, es ist mein Leben. Das nächste, was ich so festgestellt habe in den letzten Jahren, was mich sehr vorangebracht hat, ist, dass ich sehr auf mein Bauchgefühl höre. Also ich gucke wirklich, mit wem arbeite ich. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr streng und arbeite wirklich nur noch mit Menschen, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe. Und zwar, da schließe ich auch Dinge ein wie Steuerberater, wie Bankberater, wie wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe und irgendwie das Gefühl habe, die Energie stimmt nicht, macht mir gerade kein gutes Gefühl. Ganz unabhängig vom Angebot, was ich bekomme oder von der Information, die ich bekomme, dann trete ich davon zurück, dann mache ich das nicht. Weil ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass wenn ich gegen dieses Bauchgefühl handle, das immer in die Hose gegangen ist. Und dass sich da nichts Positives draus entwickelt hat. Und dass das sehr schwer war und sehr schwerfällig. Und von daher, ich höre wirklich ganz doll auf mein Bauchgefühl, was Projekte angeht, aber auch mit wem ich wirklich konkret zusammenarbeite. Dann ein weiterer Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich höre auch drauf, wie fühlt sich das an, was ich mache? Ist es sehr schwer? Ist es sehr zäh? Oder fühlt es sich leicht an? Merke ich, dass die Dinge sich ineinander fügen? Und jetzt bitte nicht missverstehen, damit meine ich nicht, dass das Leben immer einfach ist oder dass einem alles vor die Füße fallen muss. Ganz, ganz im Gegenteil. Das habe ich ja, glaube ich, auch in dem Video über mein Warum ganz deutlich gezeigt und auch ganz ehrlich gesagt. Mein Weg durch zum Beispiel das Pharmaziestudium war ein extrem harter Weg. Aber trotzdem wusste ich, wofür ich es tue und tief im Bauch hat es sich richtig angefühlt. Aber es gibt andere Beispiele in meinem Leben,
wo ich gewisse Zeichen einfach ignoriert habe und starrköpfig vom Kopf her gesteuert einfach weitergemacht habe und die sich im Endeffekt als total falscher Weg rausgestellt haben. Also zum Beispiel habe ich, als meine Zwillinge 2 Jahre alt waren, angefangen mit der Heilpraktika-Ausbildung, weil ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es doch total super, Heilpraktiker zu werden. Dann habe ich angefangen zu lernen, ich habe Kurse belegt, ich habe im Eigenstudium abends, wenn die Zwillinge im Bett waren, mich noch hingesetzt nach der Arbeit, um noch zu lernen. Habe wirklich gepowert ohne Ende und dann wurde ich krank. Verdacht auf einen Zoster richtig, auf eine Gürtelrose. Ich habe das ignoriert, ich habe weitergemacht, habe weiter gelernt, habe gesagt, ich bin jetzt so kurz vor der schriftlichen Prüfung, da höre ich jetzt nicht auf, da mache ich weiter. Mein Kopf hat gesagt, du gibst es jetzt nicht auf, also habe ich weitergemacht. Aber so tief im Bauch habe ich irgendwie gemerkt, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe die schriftliche Prüfung auch bestanden, trotz Krankheit, trotz wirklich fast Zusammenklappens. Dann bekam ich die Aufforderung zur mündlichen Prüfung und ich habe gedacht, gehst mal hin trotzdem. Ich habe weitergelernt, ich habe weitergemacht, aber es war einfach in mir dieses Gefühl, ja, es war sehr, sehr, es hat sich sehr zäh angefühlt. Es hat sich jetzt rückblickend absolut nicht gut angefühlt. Ich bin dann in die mündliche Prüfung gegangen und ganz ehrlich, ich sag mal, ich habe ja in meinem letzten Video auch ganz offen zugegeben, dass ich durchaus auch meine Defizite habe und auch scheitere das ein oder andere Mal und nicht alles weiß. Aber ich weiß bei dieser mündlichen Prüfung bis heute nicht, warum ich durchgefallen bin. Also fachlich kann ich das bis heute nicht sagen, was es jetzt war, was mich hat durchfallen lassen. Aber ich bin durchgefallen. Und ich war sehr enttäuscht im ersten Moment und habe nur gedacht, um Gottes Willen und jetzt die ganze Arbeit umsonst. Aber nach kürzester Zeit, nachdem ich so diesen ersten, ja, was auch ja im Endeffekt eher aus dem Kopf kommt, wirklich so diese Enttäuschung, jetzt hast du das nicht geschafft, als das weg war, hat sich das unheimlich gut angefühlt und ich war total erleichtert. Also da hat mich mein Gefühl nicht getrogen. Ja, mein Körper hat es mir signalisiert, hat mir im Endeffekt wirklich gesagt, Mensch, hör auf deinen Bauch, es ist nicht das, was du machen willst. Du bist von deinem Weg abgekommen, aber ich habe es ignoriert mit dem Kopf und habe versucht, noch mit dem Kopf durch die Wand. Es hat nicht funktioniert und im Endeffekt bin ich mehr als dankbar, dass es nicht funktioniert hat, weil es wäre nicht mein Weg gewesen. Ich passe da gar nicht hin. Ich bin keine Heilpraktikerin. Das ist Quatsch. Das war ein Abweichen von dem Weg, den ich eigentlich gehen möchte und auf dem ich jetzt mehr als deutlich wieder bin. Also das ist auch wirklich was, hör auf dein Bauchgefühl, ja, und hör drauf, wie fühlt es sich an. Und verwechsel es nicht damit, es darf mal schwierig werden. Natürlich, ja, Schwierigkeiten gehören dazu. Wir lernen alle aus Schwierigkeiten. Nur so kannst du größer werden. So kannst du mehr strahlen, so kannst du mehr Erfahrung sammeln. Aber es darf sich nicht zäh anfühlen. Und wirklich hör in deinen Bauch rein. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dafür, dass du dieses Gefühl für dich und dein Bauchgefühl wirklich entwickelst, ist es auch wichtig, dass du dir, egal wie viel Stress du hast, egal wie viel du dir um die Ohren hast, wirklich Zeit nimmst am Tag, um kurz mal in dich zu gehen. Und bei allem, was ich so mache, ist es für mich ein ganz festes Ritual. Jeden Morgen 10 Minuten nehme ich mir nur für mich und da reflektiere ich. Ja, und das, was ganz, ganz wichtig für mich ist, in erster Linie bedanke ich mich erstmal. In welcher Form du das machst, dankbar zu sein, für das, was du erreicht hast, was du hast, das musst du selber für dich entscheiden. Ich bin christlich geprägt, also ich bedanke mich wirklich auch, ich bedanke mich tatsächlich bei Gott. Ich bin dankbar, dass ich gesunde Kinder habe. Ich bin dankbar, dass ich Unterstützung bekomme. Ich bin dankbar dafür, dass ich das Leben, was ich jetzt lebe, wirklich leben darf. Und wenn ich mit meiner Dankbarkeitsübung, Ritual fertig bin, bleibe ich immer noch so ein bisschen, dass ich wirklich Zeit nochmal für mich habe, um meine Gedanken fließen zu lassen. Und die kreativen Ideen kommen mir zu 99% in diesem 10-Minuten-Fenster, was ich mir morgens nehme. Und das ist ganz wichtig, dass du diese Verbindung zu dir hältst, egal wie stürmisch es außen drum ist. Weil nur dann, wenn du ein Gefühl für dich behältst und in Verbindung zu deinem Bauchgefühl, kannst du auch merken, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das ist so
im Endeffekt auch wirklich, dass du skalieren kannst. Ne? Ist es noch mein Weg? Wie fühlt sich das an? Aber dafür brauchst du wirklich auch Ruhezeiten, die nur für dich sind. Und wie gesagt, ich habe 3 Kinder und kann mir diese 10 Minuten trotzdem nehmen. Dann stell deinen Wecker früher. Es ist einfach so. Die 10 Minuten Schlaf, mehr oder weniger, die machen dich nicht fitter oder müder. Aber es ist sehr, bringt sehr viel für dich, deine Zufriedenheit und deine Verbindung zu dir selbst. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, und einen letzten Tipp, den ich, oder Impuls, den ich so in diesem Video für dich habe, ist auch, für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich agieren kann in meinem Leben. Dass ich nicht einfach Passagier bin, sondern dass ich der Kapitän bin auf dem Schiff meines Lebens. Dass ich sage, wohin gefahren wird, dass ich sage, in welchem Tempo irgendwo hingefahren wird und dass nicht jemand anders für mich ein Ziel bestimmt, wo ich einfach passiv mitfahre. Dass man sich verfährt, gehört zum Leben dazu. Ich finde es ganz, ganz schön, es wird ja immer gesagt, wenn du Unternehmerin bist, Unternehmen heißt eben auch scheitern. Und ich kann aus meiner Erfahrung, jetzt seit 11 Jahren bin ich selbstständig, wirklich sagen, bin oft gescheitert. Ich habe viele Dinge ausprobiert, die einfach absolut nicht funktioniert haben. Aber ist egal, es skaliert dich immer weiter auf deinem Weg. Und hab einfach den Mut auch zu scheitern. Ja, das gehört wirklich dazu. Du lernst daraus und umso klarer kannst du deinen Weg, im Endeffekt deinen Herzensweg auch verfolgen. Und das Schöne am Unternehmen ist auch, du bist aktiv. Ja, warte nicht drauf, dass andere was für dich tun. Ich habe dann auch als Reaktion auf mein letztes Video bekommen, das lässt sich leicht sagen, man soll durchhalten und sein Ziel verfolgen. Du hast bestimmt immer auch viel Hilfe gehabt und Fort- und Weiterbildung kosten ja auch so viel, das kann sich nicht jeder leisten. Ich kann dazu nur sagen, das sind Ausreden. Das sind tatsächlich Ausreden. Ich habe als Studentin jedes Semester, was ich getrocknet habe, komplett gearbeitet, weil ich nicht einfach nur Schecks von meinem Papa empfangen habe. Ich habe dafür gesorgt, dass ich selber durchkomme. Natürlich kosten Fort- und Weiterbildung, aber es ist die Frage, wo setzt du deine Prioritäten? Es ist absolut ethisch, mit dem, was man arbeitet, ja, und wenn man hart arbeitet, damit auch gutes Geld zu verdienen, das ist absolut in Ordnung. Es ist eben die Frage, wofür du dein Geld ausgibst und ob du vielleicht deinen Fokus anders legst. Und also ich kann nur sagen, es fällt einem nichts in den Schoß. Also man hat wirklich die Chance, wenn man selber der Kapitän bleibt an Bord seines Lebens, dann hast du alle Möglichkeiten. Und natürlich gibt es Umstände, die sehr, sehr widrig sind. Und es gibt auch Situationen im Leben, die ganz furchtbar sind und wo du wirklich ganz unten bist und das Gefühl hast, es geht gar nichts mehr weiter. Aber auch da hast du die Möglichkeit. Und wenn es minimalste Schritte sind, etwas zu verändern. Und das ist das, wozu ich einfach nur ermutigen möchte. Natürlich kannst du keine Berge versetzen und du kannst nicht jeden Schwierigkeiten, die das Leben für dich bietet, aus dem Weg gehen. Aber du kannst kleine Schritte gehen. Und mit jedem Schritt, wo du selber aktiv was veränderst, verändert sich dein System, verändert sich alles um dich herum. Und mir ist einfach wichtig, dass du nicht passiv bleibst und dass ganz viele, die eben sagen, ja, das geht nicht oder ich habe andere Bedingungen als andere und immer ist jemand anders schuld. Nein, du bist wirklich für dein eigenes Leben verantwortlich. Und wenn du deinen Herzensweg gehst und wenn du das tust, was dir wirklich von Herzen Freude bereitet, dann hast du Energien, dann schaffst du auch mehr als andere und du empfindest das einfach auch nicht so. Wenn du etwas tust, wo du viel Zeit reinstecken musst, was eben nicht in Einklang ist mit deinem Herzensweg, mit deinem Warum, dann empfindest du das als sehr anstrengend, dann macht dich das fertig, dann kriegst du ein Burnout, dann raubt dir das Energie. Aber wenn du auf deinem Weg bist und wirklich auch gut auf dich achtest, dann hast du auch Energien und dann kannst du die auch im Endeffekt einsetzen. Ja, und das ist so das, wie ich das empfinde, wie ich das für mich halte und wie ich das für mich mache. Und das ist jetzt wieder ein sehr persönliches Video geworden.
Aber wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut über die vielen Reaktionen auf das letzte Video und ja, ich hoffe, dass ich diese Frage, wie ich das alles schaffe, jetzt umfassend beantwortet habe und dass ich vielleicht ja, dir den ein oder anderen Gedankenimpuls geben konnte. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich schon richtig froh und ich wünsche dir von Herzen, dass du gesund bleibst und dass du auf deinem Weg bleibst. Ja, bis zum nächsten Video, deine Ann-Kathrin.